Ja, erstmal herzlich willkommen zum Vortrag über Freifunk in Kiel beim 12. Kieler Open Source und Linux Tagen. Ja, das ist Stefan, ich bin Daniel, wir vertreten die Freifunk Community hier dieses Jahr. Und wer von euch hat keinen Freifunk-Router zu Hause stehen? Dann ist der Einführungsteil von diesem Vortrag ja sogar wichtig. Also traditionell wird jedes Jahr auf den Linux-Tagen der Jahresbericht auch vom Projekt vollzogen. Und deswegen ist der Vortrag halt immer in so eine Einführung und in den Jahresbericht aufgeteilt. Und wir fangen halt mit der Einführung an und erklären mal so ein bisschen, was Freifunk ist. Ja, Freifunk ist eine nicht kommerzielle Initiative für freie Funknetze und freie Dateninfrastruktur. Das heißt, wir haben uns verschrieben, eine Infrastruktur aufzubauen und zu verwalten, die von Bürgern und für Bürger gepflegt werden. Man kennt das ja normalerweise, wenn man irgendwie digital kommunizieren möchte, dann gibt es halt irgendwie so einen Internet Service Provider oder so einen Telekommunikationsriesen, der einem dann irgendwie ja, seine Tarife vermittelt und verkauft, über die man dann kommunizieren darf. So, und wir haben uns halt verschrieben, dass wir das einfach mal selber machen. Ja, so, gewissermaßen ist es halt auch Digital Free Speech. Das heißt, wir setzen uns dafür ein, dass wir untereinander digital kommunizieren können und so digital miteinander kommunizieren können, wie wir das für richtig halten und nicht wie das halt irgendeine Obrigkeit oder irgendwie ein Unternehmen meint, dass wir kommunizieren sollen. Ja, wie funktioniert das eigentlich? Also man hat so viele kleine Router. Wir haben hier auch mal so Beispielgeräte mitgebracht. Das ist so das Einsteigergerät. Oder wenn man es halt so ein bisschen ernster meint und für längere Strecken gibt es hier so ein bisschen größere Geräte. Wobei ein bisschen größer hier so großmäßig gar nicht zu sehen ist. Aber halt in dem Gerät ist eine deutlich größere Antenne als in den kleinen Routern. Und die gibt es halt auch nochmal in größer. Und ja, bei Funknetzwerken kommt es halt tatsächlich auf die Größe drauf an. Das skaliert halt bis riesigen Schüsseln. Aber die will man sich halt auch nicht ans Fenster hängen. Naja, wenn man jetzt hier so mehrere Geräte hat, wir haben die hier mal so eingezeichnet. Wir haben zum Beispiel den lila Punkt hier und den schwarzen Punkt hier. Die sehen einander halt nicht. So. Und wenn man jetzt halt miteinander kommunizieren möchte und einander nicht direkt sieht, dann gibt es vielleicht hoffentlich einen Punkt in der Mitte, der halt beide Knoten sieht, die miteinander kommunizieren möchten. So, und wir bauen halt vermaschte Netze auf. Das heißt, diese ganzen Punkte bilden dann so ein Netz, was sich über so Maschen miteinander verknüpft. Man kann sich das so ein bisschen wie beim Stricken vorstellen. Da vermascht man ja die Fäden. Und wenn jetzt der schwarze Punkt mit dem lila Punkt kommunizieren will, dann reicht er seine Daten an den blauen Punkt weiter, weil er halt über ein spezielles Protokoll war, das weiß, dass der lila Punkt hinter dem blauen Punkt versteckt ist. Und der blaue Punkt reicht diese Information dann halt an den lila Punkt weiter. Und damit können halt Clients, wie zum Beispiel in Form von so kleinen Handys oder Laptops oder sogar ganzen Rechnern zu Hause existieren, die zum Beispiel am schwarzen Knoten hängen und mit einem Client am lila Knoten reden möchten, diese Informationen halt über den blauen Knoten weiterreichen, ohne dass sie was dafür tun müssen. So, das skaliert halt nicht nur über drei Knoten, sondern halt über beliebig viele Knoten mit der Einschränkung, dass die Latency halt durch Luftübertragung immer ein bisschen wächst. Aber naja. Ja, und dabei entstehen halt, wenn man das in so einer Stadt sieht, da gibt es ja so kleine Viertel, dabei entstehen in diesen Vierteln so kleine Inseln, so Freifunkinseln quasi. Und damit die miteinander kommunizieren können, müssen wir die halt irgendwie zusammenführen. Und dafür können halt einige in diesen Inseln sagen, ja, okay, ich spende ein wenig Bandbreite von meiner privaten Internetverbindung für dieses Projekt. So, dann kann man halt seinen Freifunk-Router zu Hause nehmen, den WAN-Port von diesem Router nehmen, die sind hier bei den TP-Link-Geräten immer schön blau markiert, das zu Hause ins eigene Netzwerk reinstöpseln. Und dann baut dieses Gerät über die eigene Internetverbindung einen VPN-Tunnel auf zu einem von unseren VPN-Servern. So, und sämtlicher Datenverkehr verläuft dann ab dem Punkt bis zu unserem VPN-Knoten verschlüsselt.
Das heißt, da kann keiner raufgucken und sehen, ah, der lässt hier aber andere Leute mit surfen. Ja, dadurch verbinden wir halt diese Wörtchen. Und an diesen Punkten, an diesen VPN-Punkten, ist dann auch die Möglichkeit, ins Internet zu kommen. Das heißt, wenn man über Freifunk bietet halt auch für die Touristen oder die Gäste zu Hause oder für den Nachbarn, der sich das nicht leisten kann, Internet an, was wir durch Spenden finanzieren. Und dieser Internet-Traffic fällt halt nicht bei demjenigen raus, der halt die Internetverbindung spendet, sondern an diesen Gateway-Punkten. Und da lassen wir das auch nicht direkt ins Internet fallen, sondern wir benutzen selber VPN-Verbindungen ins Ausland, für die wir Anonymisierungsdienste bezahlen, wo dann der Traffic nochmal anonymisiert wird. Wenn ich dazu noch mal kurz was sagen kann, ich meine, jeder von euch kennt wahrscheinlich die sogenannte Störerhaftung, die natürlich nicht ganz so toll ist, wenn man sein eigenes privates WLAN freigeben will. Und wie Daniel das halt gerade eben schon beschrieben hat, tunneln wir den kompletten Internetverkehr erst einmal zu zentralen Servern von uns und von da aus bezahlen wir dann momentan noch Anonymisierungsdienstleister, die den Internetverkehr halt im Ausland rauslassen, damit ihr halt nicht für jegliche Abmahnkosten aufkommen müsst, obwohl ihr so nett seid, ein bisschen Internetbandbreite zu spenden für uns. Genau. Also, und wir leiten das ja halt auch nicht direkt ins Internet, weil wir natürlich auch nicht verklagt werden möchten. Achso, ja. Ja, alternativ zu den VPN-Verbindungen, um die Inseln zu verbinden, kann man halt auch auf Dächern Richtfunkstrecken errichten, wo dann die kleinen Router, die zu Hause bei den Leuten stehen, zu den Dächern hochfunken. Dafür werden solche Geräte zum Beispiel eingesetzt und die dann über das ganze Stadtgebiet den Traffic zwischen diesen Inseln transportieren. Da haben wir uns in den letzten 2 Jahren wirklich angestrengt, da mal Dächer von irgendwelchen Häusern, Gemeinden, Häusern oder Kirchen zu bekommen, aber ja, leider noch nicht sehr viel Erfolg gehabt. Dazu kommen wir aber später. Genau, da sind andere Freifunk-Communities aus beispielsweise Lübeck, Hamburg, Berlin ein bisschen fortgeschrittener. In Lübeck beispielsweise, da macht die Politik auch mit und gibt öffentliche Dächer frei, was natürlich sehr praktisch ist, weil eben so öffentliche Dächer von vielen öffentlichen Gebäuden wie Schulgebäude oder so halt ziemlich hoch sind und damit halt sehr weite, lange Richtfunkverbindungen möglich sind. Das wäre halt sehr interessant. Also falls jemand irgendwie irgendwelche Politiker kennt oder so, gerne immer mal darauf hinweisen, dass da so ein alternatives Funkprojekt gibt. Da sind wir immer dran interessiert. Ja. Zu den Berlinern muss man auch sagen, dass die Berliner vom der Bundesmedienanstalt Berlin-Brandenburg finanziell unterstützt werden. Und ich glaube, die Finanzierung im letzten Jahr waren 30.000 Euro. Also meines Wissens sogar 40.000, 30.000? 30.000. Ich war gerade 30.000. Ach so, ich habe irgendwo mal 4, ja, ist ja auch egal, 10.000 mehr oder weniger. Also, aber Sie haben nicht das jetzt mittlerweile nicht nur ein Jahr, sondern auch schon 2 Jahre gehabt. Und ich glaube, im ersten Jahr flossen da auch 20.000 Euro. Die haben halt diese Gelder nutzen können, um deren Backbone-Infrastruktur auszubauen. Und das Interessante dabei war, dass die dem Freifunk da halt so Mittel in die Hand gedrückt haben, war quasi so ein Nebenarm von dem Projekt, was sie eigentlich gemacht haben, und zwar mit Kabel Deutschland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, die waren mit dem Kabel Deutschland-Umsetzung wohl so unzufrieden, dass im Berliner Freifunk jetzt sich im Aufbau befindet eine direkte Verbindung zu einer Bundesmedienanstalt, sodass die Freifunker bzw. die Nutzer des Freifunks direkt an den Content, den die Bundesmedienanstalt Berlin-Brandenburg bereitstellt, rankommen können und diesen nutzen kann. Also, und zum Jahresende bereitet die Medienanstalt Berlin-Brandenburg wohl auch Werbematerialien für andere Medienanstalten vor, um denen die Zusammenarbeit mit Freifunk-Communities nahezulegen. Wir hoffen da so ein bisschen drauf, dass das auch und die politische Kaste hier in Kiel und Schleswig-Holstein so ein bisschen erwärmt, mal ein bisschen mehr mit uns zusammenzuarbeiten. Ja. Ja, was bietet Freifunk? Ja, zum einen autonome Infrastruktur. Wir verwalten halt die komplette Namensauflösung selber. Wir haben innerhalb des Freifunks eigene Top-Level-Domains, die heißt halt in Kiel .ffki, in Hamburg heißt sie .ffhh
Lübeck halt .ffhl. Die sind halt nur im Freifunk erreichbar, diese Top-Level-Domains. Man kann die halt nur da nutzen. Wir planen, sobald wir mal Nativ-Internet-Anbindung haben, dass man diese Top-Level-Domains in irgendeiner Art und Weise an die normalen Domains, die wir halt verwalten, übersetzen kann. Dann heißt die Adresse, wenn sie hallospencer.ffki heißt, dann halt nicht mehr, dann halt hallospencer.kiel.freifunk.net. Sie werden dann ein bisschen länger, aber man könnte sie dann halt auch direkt erreichen. Aber auch dazu später mehr. Ja, wir haben unglaubliche lokale Bandbreiten von bis zu 300 Mbit in den einzelnen Inseln. Das heißt, wenn man irgendwie den Freund im Haus gegenüber oder zwei Häuser weiter hat und dazwischen halt so eine Funkstrecke existiert, dann kriegt man Daten mit dem halt mit bis zu 300 Mbit ausgetauscht. Das ist bei den aktuellen Breitbandausbauplänen der Bundesregierung, die 50 Mbit bis 2018 planen, natürlich gigantisch. Wobei das jetzt natürlich auch ein bisschen negative PR meiner Meinung nach sein könnte, weil diese 300 Megabit, das sind die theoretischen Werte, ja, die diese WLAN-Router... Ich habe extra geschrieben, bis zu. Stimmt, tatsächlich. Okay, dann lasse ich das mal so stehen. Das ist halt wie zu Hause, bis zu 16 Mbit. Aber DSL. Wie gesagt, genau. Ja. Ja, tatsächlich. Also das sind die theoretischen Werte, die WLAN-Module mit halt dieser Mesh-Technologie theoretisch gesehen auf freiem Feld erreichen könnten, wenn die direkt nebeneinander stehen würden. Wenn es keine anderen WLAN-Module in der Nachbarschaft geben würde und jeder, der mit seinem Smartphone mal nach WLAN-Netzwerken guckt, wird sehen, es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge an WLAN-Netzwerken, die alle die Bandbreite negativ beeinträchtigen. Das ist der theoretische Wert, aber er ist zumindest noch so schnell, dass man zumindest, also ich werbe immer damit, eine Art Grundinformation abrufen kann. So. Ja. Also zumindest, man kann locker im Internet surfen und es reicht auch aus für YouTube teilweise, auch wenn das natürlich nicht immer gegeben ist, besonders genau. Weil halt die Bandbreite auch von allen Nutzern geteilt wird, die aktuell diese Freifunkzelle nutzen. Deswegen sind wir halt auch auf euch angewiesen, dass wir möglichst viele Freifunkzellen über die Stadt Kiel verteilen können und auch an möglichst vielen Punkten halt Internet-Uplinks nutzen können, damit dieser WLAN-Verkehr möglichst schnell sozusagen bei unseren Gateways landet, um dann eventuell halt den Internetverkehr weiter zu verteilen. Genau. Ja, wie Stefan gerade schon sagte, wir bieten halt auch Internet an und das ist halt Grundversorgung. Man kann nicht erwarten, dass man, wenn man die theoretischen 300 Mbit bekommen könnte bis zum Nachbarn, dass man dann halt auch 300 Mbit Internet bekommt. Das ist de facto nicht so. Also de facto sind die Geräte auch teilweise die Bremser. Also die kleinen Geräte hier kriegen mit aktuellen Verbesserungen in der Kryptographie bis zu 10 Mbit verschlüsselt. Und danach ist die Rechenleistung in diesen kleinen Minicomputern halt aufgebraucht. Damit meint Daniel halt den Internet-Uplink. Also wenn ihr diesen WLAN-Router an euren Internetanschluss anstöpselt und den nicht drosselt, das bieten wir nämlich auch an bei der Erstkonfiguration, dass der Internet-Uplink halt gedrosselt wird, weil ihr halt für euren Internetanschluss zahlt und ihr nicht gerne irgendwelche Einbußen in der Geschwindigkeit haben wollt, dann könnt ihr die Dinger drosseln. Aber sollte man das nicht machen, dann passen eh nur durch euren Internet-Uplink maximal 11 Megabit, 12 Megabit, so um den Dreh durch. Also nicht allzu viel. Ja, wozu brauchen wir das eigentlich? Jetzt haben wir schon darüber geredet, dass wir untereinander Daten austauschen können. Das ist natürlich wichtig, dass man irgendwie Internet frei anbietet für Touristen. Das ist natürlich auch wichtig, aber es ist halt auch ein Element, um die immer stärker werdende digitale Kluft zu bekämpfen. Vor allem in finanziell nicht so gut ausgestatteten Stadtteilen, wo viele Menschen leben, die sich Internet nicht leisten können. Bildet sich halt die sogenannte digitale Kluft und ja, die kommen halt de facto nicht mehr an Informationen ran. Es werden immer mehr Informationen halt im Internet verteilt, auch von Behörden. Und diese Menschen sind somit quasi vom öffentlichen Leben abgeschnitten. Und das ist ein ernstes Problem, vor allem halt in sozial schwachen Gegenden. Und wir versuchen halt mit dem Projekt auch dieser Entwicklung gegenzusteuern.
Genau, da kann man auch gut mit argumentieren, dass wenn die Leute, die sich eben keinen Internetanschluss für 20 bis 30 Euro im Monat leisten können, so eine Freifunkzelle schon innerhalb ihrer Wohnung empfangen, dann reicht das Geld eventuell tatsächlich noch, um sich für 15 Euro so ein relativ günstiges Einsteigermodell von einem Freifunkrouter zu kaufen, sich das Ding auf die Fensterbank zu stellen und das Freifunksignal von der Straße innerhalb der eigenen Wohnung weiter zu verteilen und damit zumindest noch so ein bisschen Internet, kostenlosen Internetzugang oder auch Zugang zu anderen Informationen zu bekommen. Genau. So, abgesehen davon, ich argumentiere auch immer noch ganz gerne mit der sogenannten Nachbarschaftshilfe, weil garantiert der eine oder andere von euch schon mal das Problem hatte, man ist umgezogen und wenn man jetzt gerade nicht auf seinen Internetzugang angewiesen ist, aus beruflicher oder studentischer Perspektive, dann ist das alles halb so schlimm, mal Wochen oder Monate lang auf seinen Internetanschluss warten zu müssen. Aber es passiert trotzdem gelegentlich mal, dass man länger warten muss, als einem eigentlich lieb ist, sei es auf einen Telekom-Techniker oder sonst wie. Das ist ja noch alles eine sehr komplizierte Sache. Und dann bei seinem Nachbarn zu klingeln und zu sagen, kannst du mir mal kurzfristig für ein paar Wochen dein WLAN-Kennwort geben, damit ich zumindest arbeiten kann, ist dann teilweise doch problematisch, besonders wenn sich die Nachbarn dann nicht schon jahrelang kennen, weil der Nachbar nie genau weiß, was macht mein neu hinzugezogener Nachbar. Da jetzt mit meinem Internetanschluss lädt er sich da irgendwelche Sachen runter, muss ich vielleicht mit der Störerhaftung für meinen Nachbarn haften. Und da ist es, finde ich, ganz nett, wenn man sich so einen Freifunkrouter zu Hause hinstellt, vielleicht noch so einen Freifunksticker an die Tür oder so, dann weiß der neu ins eingezogene Nachbar im Haus gleich, welchem Nachbarn er das zu verdanken hat. Das kann sich ja auch positiv auf die Nachbarschaft auswirken. Ja, zu anderem kann man natürlich auch teilen. Also wenn man halt in einem Haus irgendwie 3-4 Leute kennt, die halt auch kein Internet haben, weil sie sich das finanziell nicht leisten können, dann kann man sich auch mit diesen kleinen Routern halt die Möglichkeit schaffen, Infrastruktur zu teilen. Das heißt, ich stelle mir einen hin, mein Nachbar stellt sich einen hin, der Dritte im Bunde stellt sich einen hin und alle legen für den Internetanschluss zusammen und dann können sich alle zusammen halt diese Infrastruktur irgendwie leisten und die auch untereinander verteilen. Das ist halt auch möglich. Und insbesondere auf den Stadtbrunnenfesten in Garden haben wir auch schon öfter Leute getroffen, die dieses Konzept sehr positiv aufgefasst haben. Genau, wobei ich da auch schon einmal gehört habe, ja, also unser Vermieter, der verkauft uns seinen WLAN-Zugang für 5 Euro im Monat. Und dann meinte ich, okay, das könnte natürlich problematisch werden, wenn du da dir so einen Freifunkrouter hinstellst oder so und dein Vermieter sich noch nebenbei ein bisschen was verdient, indem er seinen Internetzugang weitervermietet, dann kann das natürlich auch sozusagen das Mieterverhältnis negativ beeinträchtigen in so einem ungünstigen Falle. Muss man halt immer sehen. Ja, und die Infrastruktur, die wir hier halt auch mit Spenden natürlich aufbauen, ist halt gesellschaftlich nachhaltig. Will meinen, man steckt da keinem großen Konzern Geld in den Rachen, der dann nachher seine Infrastruktur damit ausbaut und dann von den Bürgern, die quasi dieses Geld erstmal mit Steuern aufgebraucht haben, wieder eigenes Geld verdient und also von den Bürgern wieder Geld verlangt. Sondern die Infrastruktur, die wir halt schaffen, ist halt von Bürgern wieder für Bürger und weiterhin nutzbar, auch wenn irgendjemand mal keine Lust mehr dazu hat. Ah, mir ist gerade noch was eingefallen. Und zwar, ich kenne jemanden, der hat einen Nachbarn, der ist auch relativ Freifunk begeistert und die beide haben auch natürlich einen regulären DSL-Anschluss und haben sich beide jeweils so einen günstigen 15-Euro-Router auf die Fensterbank gestellt, sodass sich die Router untereinander gesehen haben. Und bei dem einen Nachbarn funktionierte der DSL-Anschluss, ich weiß jetzt gar nicht von welchem Dienstleister der war, aber das tut ja auch nichts zur Sache, da funktionierte der DSL-Anschluss auf jeden Fall einige Tage oder Wochen sogar nicht. Und dann ist er einfach ins Freifunknetz gegangen und hat sozusagen einen Internet-Uplink seines Nachbarns verwendet. So. Und genauso auch andersherum. Also das beste Paket. Mikrofon? Sozusagen Ausfallsicherheit. Ja, das erhöht die Ausfallsicherheit von beiden Netzen bei beiden Nachbarn. Exakt. Genau, das wollte ich sagen. Ja, ich glaube, die Sachen haben wir schon mehr als einmal erwähnt, aber wie kann man denn am Freifunk mitmachen? Ja, man kann natürlich selber so einen kleinen Router bei sich zu Hause aufstellen oder wo auch immer man da gerade Zugang hat. Wir freuen uns natürlich immer für höhere Standpunkte für ein eventuell ausgebautes Dachnetzwerk.
Wir freuen uns auch immer sehr über Geld- und Sachspenden. Also wenn jemand irgendwie zufällig eine Kiste von diesen TP-Link-Routern zu Hause stehen hat, dann freuen wir uns darüber, dann können wir die auch kostengünstig weiterverteilen. Ja, und man kann natürlich auch versuchen, selber mitzumachen. Also man muss dafür kein Technik-Nerd sein. Wir freuen uns über jeden, der einfach gerne Texte schreibt und ein bisschen Händchen dafür hat, wie man Sachen an Leute bringt und wie man mit Sachen redet, der gerne Broschüren ausbaut, etc. pp. Also so Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich auch wichtig und wie das so üblich ist, sind wir dort eigentlich gar nicht gut dafür geeignet. Genau, wir bekommen halt alle kein Geld dafür, ist alles freizeitlich und wenn man jetzt nicht gerade eine große, keine Ahnung, PR-Abteilung hat oder sowas in der Richtung, dann ist das manchmal mit der PR ein bisschen schwierig. So, also wir brauchen sozusagen jegliche Hilfe. Genau. Wir freuen uns natürlich auch über Leute, die gerne mit Technik rumspielen. Also unser Technikteam besteht momentan aus 4 Leuten, mal grob nach oben geschätzt. Und wenn da mal der ein oder andere ausfällt, ist das natürlich schwierig, das Loch zu stopfen. Also da wird halt auch immer jede mögliche Hilfe gebraucht. Ja, ansonsten, wenn man einfach nur mal sich mit anderen Freifunkern treffen möchte und einfach mal über Freifunk reden möchte, dann wir haben jeden ersten Donnerstag das Freifunktreffen in der Toppoint, das ist in der Eckernförderstraße 20. Und da kann man einfach vorbeikommen, um mit anderen Freifunkern über Freifunk reden oder auch über andere Themen reden, die einen halt im Zusammenhang mit Freifunk einfach mal interessieren. Und was man natürlich auch immer machen kann, ist, man kann mit anderen Leuten über Freifunk reden und so halt das Bewusstsein dafür, dass es so ein Projekt gibt, einfach mal ein bisschen stärken. Genau, wir haben unten ein paar Sticker, wir haben ein paar Flyer und wir haben ein paar Buttons, wie man hier an Daniel sehen kann. Buttons. Die sind relativ klein, ich glaube, die kommen von den Berliner Freifunkern. Ja, die haben die Berliner uns mal. Genau, die sind relativ aktiv mit Werbeutensilien dabei. Ja. Also ihr könnt gerne runterkommen und euch an eure Rucksäcke oder so gerne solche Dinger anstellen. Ja, die gibt es auch mit anderen Motiven. Also ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Motive haben wir. Aber wir haben nur ein Motiv, da steht dabei. Dick Freifunk drauf und bei den anderen Motiven, da ist das so ein bisschen, so ein bisschen Insider-mäßig. So. Aber ist ja auch egal. Kann man auch hier Tux mit Kiel-Wappen mit diesem Logo von Kiloxen. Ja, das hat ja nicht direkt was mit Freifunk zu tun. Ja, wir haben eine breite Auswahl an Buttons unten auf jeden Fall. Ja. Ein Thema, auf das wir immer wieder auch in solchen Vorträgen angesprochen werden oder halt auch bei solchen Treffen, ist, wie ist denn das eigentlich mit der Datensicherheit im Freifunk? Und diese Netze, die ihr da aufspannt, die sind ja offen. Und wenn ich darüber kommuniziere, dann kann ja jeder, der sich da irgendwie nebenstellt, meinen Datentransfer mitlesen. So, ja, warum verschlüsselt ihr denn nicht? Also in dem Fall, warum benutzt ihr keine WBA-verschlüsselten WLANs? Ja, de facto ist es ja so, dass sich jeder so ein Gerät hinstellen kann und jeder mit dem Gerät auch machen kann, was er will. Die spezielle Software, die wir da einspielen oder die jeder einspielen kann, ist halt Open Source. Da kann halt auch jeden damit rumfummeln. Und im ganz extremen Fall kann sogar so ein Gerät hier zu so einem Freifunkknoten werden. Und spätestens an der Stelle, wo halt man aus dem Client-Netz auf so einen Knoten tritt, wo das dann in dieses Mesh-Netzwerk eingepackt wird, besteht halt immer die Möglichkeit, den Datentransfer wieder unverschlüsselt zu lesen. So, und wenn jetzt der böse Hacker von nebenan oder der Nachbar, der sich ein bisschen technisch versiert auskennt, um halt eventuell Daten aus dem WLAN mitzusniffen, dann halt so eine Kiste hinstellen muss, dann ist das halt keine wirklich kein größeres Hindernis. Vor allem, weil, wenn man sich mit WLAN ein wenig auskennt, man Leute, also Geräte quasi dazu zwingen kann, sich nur mit dem eigenen Knoten zu verbinden. Das ist nicht nur bei Freifunk so, das ist auch bei den Telekom-Hotspots so oder bei den Kabel-Deutschland-Hotspots so oder bei den Werkeprovider auch immer Hotspots so. Man kann sich halt da hinsetzen, sagen, mein Netzwerk, was ich hier aufspanne, heißt genauso wie das Netz, was ich hier ausspionieren möchte und sämtliche Verbindungsversuche von irgendwelchen Geräten mit diesem Hotspot unterbinden. Also immer, wenn er versucht, sich da zu verbinden, schickt man halt schnell mal ein Paket. Die Verbindung geht aber nicht. Der hat das abgelehnt. Und damit unterbindet man halt Verbindungen mit den eigentlichen Geräten, zieht die ganzen Verbindungen auf sich und kann sie in dem Moment halt auch wieder mitlesen.
Und da wir halt ein offenes Netzwerk haben, müsste so welche WPA-Verschlüsselung halt auch so laufen, dass jeder das Passwort kennt. Und damit ist das halt wieder hinfällig. Und ich will aber nochmal darauf hinweisen, das ist kein freifunktypisches Problem, wie Daniel gerade eben auch schon mal erwähnt hat. Also ja, es läuft halt alles im Groben und Ganzen darauf hinaus, dass man Datenverbindungen nicht nur im Freifunk, sondern generell in jedem Netzwerk, auch wenn es die eigene Kabelverbindung zu Hause ist, nur trauen kann, wenn man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat. Gegen jede andere Art von Sicherheitskonzept kann man halt immer wieder Angriffe fahren, weil man sich halt immer irgendwo dazwischen hängen kann. Also wenn ihr wichtige Kommunikation habt und nicht einfach nur liest, dann ist es wichtig, dass man zum Beispiel beim Surfen darauf achtet, dass die Webseiten HTTPS anbieten. Das wird dann in den meisten Browsern durch so ein kleines Schloss oben in der URL-Leiste angezeigt oder durch Farben. Ich meine, im Firefox färbt sich die URL so grün. Kann sein. Also darauf sollte man achten, wenn man wirklich wichtige Dinge dann abhandelt. Es gibt ein Add-on Es gibt auch ein Add-on für Firefox und für Chrome, das nennt sich HTTPS Everywhere. Ja. Und das sollte man installieren und dann versucht der Browser automatisch immer eine Verbindung über HTTPS aufzubauen. Ja. Und dann ist man auf der sicheren Seite, was ihr schon gesagt habt, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Genau. Okay. Das Problem, wenn man halt immer nur versucht, nur HTTPS-Verbindung zu nutzen, ist, dass viele oder manche Webserver halt HTTPS erlauben, aber wenn man mit HTTPS da ankommt, einem keinen Inhalt anbieten. Dann sitzt man halt plötzlich vor einer leeren Seite, obwohl sie eigentlich gefüllt sein sollte. Das ist halt bei HTTPS Everywhere halt manchmal so ein bisschen nervig. Aber ja, wenn ihr irgendwie Bankverbindungen oder sonstiges über so offene Netzwerke oder zu Hause macht, darauf achten, dass die verschlüsselt sind, die Verbindungen. Ja, wie ja schon erwähnt, gibt es so ein paar mehr Communities, die auch Freifunk betreiben. Das Konzept ist mittlerweile auch so ein paar Jährchen älter, so 10 Jahre alt, würde ich grob schätzen. Und da haben sich halt Leute viele, viele Gedanken gemacht, wie man denn halt den Datenverkehr untereinander regeln kann, was für Agreements man sich da einlässt. Und es gibt halt das Pico-Peering Agreement, was aus solchen Überlegungen mal entstanden ist. Und das legt halt bestimmte Grundsätze fest. Zum Beispiel, dass man freien Transit gewährleistet. Das heißt, wenn Daten über mich weitergeleitet werden, dann verlange ich dafür kein Geld, sondern lasse diese Daten halt, transportiere sie weiter, solange das halt die Infrastruktur überhaupt schaffen kann, die ich habe. Ich verändere sie nicht. Ich verändere diesen Datentransfer nicht. Das heißt, also ich greife nicht direkt in die Datenpakete oder Datenströme meiner Nutzer oder meiner anderen Peering-Partner ein. Peering-Partner sind in dem Fall bei uns halt die anderen Knotenaufsteller. Das Beeinträchtigen ist halt auch so ein bisschen neutral net, also Netzneutralität. Das heißt, ich drossel meine Nachbarn auch nicht. Also wenn hier irgendwie Datentransfer reinkommt und den mag ich nicht, dann lasse ich den nur ganz langsam durch, das geht nicht. Also das lässt man in dem Verhältnis lieber. Genau, also ich habe ja vorhin gesagt, man kann den Uplink drosseln, falls man halt nur eine ganz geringe Bandbreite an Internet sozusagen zu Hause besitzt, irgendwie ein bisschen ländlicher wohnt oder nicht so viel dafür ausgeben will. Aber das hat damit jetzt nicht so zu tun. Nein. Also da geht es um die Drosselung des gesamten Uplinks, nicht nur einzelner Personen oder einzelner Applikationen oder Protokolle. Genau. Weiterhin legt dieses Agreement halt fest, dass es offene Kommunikationen gibt. Das heißt, ich vermittle jedem, der es halt wissen will, alle Informationen, wie man mein Netz nutzen kann. Und vermittle die halt auch mit einer freien Lizenz, also Creative Commons zum Beispiel. Nicht, dass, also man kann die halt vervielfältigen, diese Agreements dann, und das ist halt wichtig. Was unter anderem halt auch in dem Punkt offene Kommunikation steht, ist, dass man erreichbar sein soll, wenn man einen solchen Knoten aufstellt. Und zumindest eine E-Mail-Adresse zur Verfügung stellt. Da müssen wir aber zugeben, das hantieren wir ein bisschen laxer. Wir fordern die Leute halt auf, beim Einrichten so eines Knotens
zumindest irgendwie ein Nickname oder einen anderen Hinweis auf den, die Betreiberperson zu hinterlegen, mit der die Community irgendwas anfangen kann. Das heißt, wenn da jetzt ein Freifunkrouter steht und ich weiß, der gehört Stefan und Stefan schreibt da halt rein, ja, dieser Router wird von Stefan vermittelt und jetzt kommt irgendjemand bei so einem Community-Treffen an oder auf der Mailingliste und sagt, ja, hier, ich würde ja gerne mal diesen Stefan treffen, sprechen, weil mein Knoten, der steht da in der Nähe, aber ich glaube ja, wenn er seinen Knoten so ein bisschen weiter nach links stellen würde, dann würden die auch eine Maschverbindung aufbauen, dann kann ich diese Informationen dann halt, da ich halt weit weg Stefan ist, an Stefan weiterleiten. Also wir sind quasi schon damit zufrieden, dass es so eine gewisse indirektionale Verbindungsmöglichkeit gibt. Genau, wobei wir da nicht hundertprozentig darauf achten. Also wie gesagt, ja, wir haben da in der Vergangenheit nicht immer hundertprozentig darauf geachtet. Wollen wir das in Zukunft machen? Im Prinzip wir, ja. Wir machen also, es eigentlich seit ein paar Monaten schon. Wenn ihr euch einen Freifunkrouter von uns abholt, dann überlegt euch, was für eine Kontakt-E-Mail-Adresse ihr da hinterlegen könnt. Das ist nämlich tatsächlich auch öffentlich einsehbar derzeit. Und da gibt es wirklich viele Leute, die ihre E-Mail-Adresse natürlich nicht veröffentlichen wollen, was ja auch verständlich ist, meiner Meinung teilweise. Aber es wäre natürlich nett, irgendwie mal so einen Tipp zu bekommen, wie man euch erreichen kann, wie man den Knotenbetreiber erreichen kann. Genau. Ja, dann steht da halt auch noch drin, dass es keine Garantien gibt. Das heißt, Verfügbarkeit, Bandbreite, Latenzen, also da gibt es halt keine Garantien für. Wenn der Knoten halt mal aus ist, weil ihr in Urlaub gefahren seid, dann ist der Knoten halt mal aus, weil ihr in Urlaub gefahren seid. Oder er ist halt nicht erreichbar, weil er abgestürzt ist, dann ist er das halt, solange ihr das, bis ihr das mitbekommt oder jemand euch mitteilt, hier, startet ihn doch bitte mal neu, der ist irgendwie weg. Und also es gibt da halt keine Garantien, die man gibt. Und das ist auch so ein bisschen Absicherung von jedem Einzelnen, dass nicht irgendwie der Nachbar steht, aber der hat mir noch bis jetzt immer das Netz angeboten, ich habe mich darauf verlassen und ja, jetzt verklage ich den einfach mal. Das Gewohnheitsrecht. Das Gewohnheitsrecht, genau. Davon entbinden wir uns quasi mit diesem Agreement sehr direkt. Genau. Oder der schlimmste aller anzunehmenden Unfälle wäre tatsächlich, wenn Administratoren der Gateways oder die Software, also die Firmware backen, beispielsweise jetzt so stark verunglücken, eventuell sogar tödlich, das will natürlich niemand hoffen, aber es könnte jederzeit mal sein und wenn es an nur ein paar Administratoren hängt, ob das Projekt funktioniert oder nicht, dann ist das auch schon ein bisschen unpraktisch, so worauf Daniel auch regelmäßig hinweist. Deswegen möchte er das ganz gerne ein bisschen mehr delegieren. Also falls es Leute gibt, die das Projekt so interessant finden und so technisch versiert sind, in der Linux-Server-Administration, dann bitte auch bei uns melden. Genau. Ja, wer mehr dazu lesen möchte, unter www.picopier.net gibt es das Ganze auch nochmal in 6 verschiedenen Sprachen. Ja, gibt es Fragen bis hierhin, bevor wir in den Jahresrückblick wechseln? Traut sich keiner, oder? Ah. Ich komme mal kurz rum. Ja, ich bin nicht aus Kiel, komme aus Braunschweig. Ich glaube, da gibt es das nicht. Und eine Frage, eine ganz einfache, vielleicht auch blöde Frage, die mich interessiert, ist, wenn ich meinen Internetzugang jetzt zur Verfügung stelle, klar kann ich das tun, wie ist denn das formal juristisch? Magenta habt ihr da in eurem Symbol drin? Sagen die, nö, das ist okay, also wir wollen auch was für die armen Leute tun? Oder ich gehe mal davon aus, dass das abgesichert ist, weil es gibt es ja schon in vielen Städten, aber ist das immer so oder gibt es da Ausnahmen? Darf ich dazu was sagen? Meinst du das jetzt von der ISP-Seite, also dass die ISPs damit nicht einverstanden sind? Im Prinzip hast du recht. Aber sie bekommt es ja nicht mit. Gut. Also, das wollte ich wissen. Aber du hast also tatsächlich recht. In den meisten AGBs steht, also meines Wissens zumindest, dass man seinen Internetanschluss nicht mit anderen Menschen teilen darf, außer vielleicht so mit direkten Menschen wie in einer eigenen WG. Deswegen hat mich das auch ein bisschen gewundert, diese Geschichte mit dem Vermieter, der seinen Internetanschluss für 5 Euro im Monat vermietet. Da könnte man eventuell auch mal anklopfen. Aber ja, im Prinzip hast du recht. Also es gibt eventuell, ich weiß nicht, ob es da überhaupt schon mal eine Klage gab. Weiß ich nicht. De facto hat der Telekommunikationsriese mit dem Magenta eine Klausel in den DSL-Verträgen stehen gehabt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so, der dir die Genehmigung für einen Rechner an der DSL-Buchse verteilt. Aber die verteilen mittlerweile halt auch Router, die 4, 5 Buchsen haben, von daher, und WLAN haben. Das war wahrscheinlich das auch nicht nur mit einem Gerät. Ist das im Augenblick noch egal? Habt ihr Angst davor, dass das irgendwann mal anders wird?
Also ich wüsste Angst nicht, wie man so etwas durchtreten könnte. Das ist genau die gleiche Sache mit diesem Traffic-Tunneling übers Ausland, über Anonymisierungsdienstleister. Das ist auch so eine graue Sache, so? Keine Ahnung. Also das sind so Sachen, die Also de facto kann man sagen, du mietest einen Internetanschluss. Und wir sind ja momentan noch so in der Lage, dass wir sagen können, was du mietest, den Service, den du mietest, den kannst du auch nutzen. Und es ist dein Recht, mit dem zu tun, was du möchtest. So. Und wenn der Provider dir jetzt verbietet, aber ja, Verbindungen zu den und den Servern, die dürfen sie nicht, dann verkaufen sie dir kein Internet mehr, sondern irgendwas anderes. Und dann könntest du rein theopraktisch anfangen, gegen die zu klagen. Und das wissen die auch. Die Einrechnerklausel haben sie immer rausnehmen müssen, da wurde sie immer klar. Ah, okay. Ist schon nicht mehr drin. Ja. Ich habe eins. Ja, genau. Benni erzählte gerade, dass diese Klausel von der Telekom, ja, da wurden sie halt mal verklagt und die mussten sie halt rausnehmen. Okay, die existiert also auch nicht mehr. Gut, noch weitere Fragen? Fragen eigentlich nicht, sondern eher, Also, Moment, ich reiche mal hier. Es ist also ja so, dass halt eben die großen Anbieter wie Telekom oder auch TNG Hotspots anbieten und viele kleine Läden, Cafés und so, die entscheiden sich eher für sowas, für eine kommerzielle Sache, als jetzt praktisch private Leute wie wir und ich und du oder so, die sich vielleicht dort, und deswegen ist das wahrscheinlich, fällt es auch nicht allzu sehr auf im großen Stil oder so. Aber die gucken schon, weil die finden das natürlich alle schon interessant, die Technik. Ja, also Kabel Deutschland hat ja auch mal so eine Initiative irgendwie, dass man auf seinem Router dann praktisch irgendwie als Kabel Deutschland Benutzer sozusagen. Und ich denke, dass das wahrscheinlich in der Zukunft eher im Fokus rückt, als es bisher ist. Ja, darf ich dazu noch kurz was sagen, was mir gerade eingefallen ist? Das hat Daniel gerade vorhin auch schon mal erwähnt, es gibt bei uns halt keine Garantie. Das hat halt einen großen Vorteil, also dass das Netz tatsächlich funktioniert. Das hat halt einen großen Vorteil, dass es auch nichts kostet. So. Und wenn jetzt ein Kaffeebetreiber doch ganz gerne seinen Gästen dauerhaft Internet anbietet, dann ist natürlich Freifunk eine tolle Sache. Aber ich kann von meinem Standpunkt aus schon verstehen, warum ein Kaffeebetreiber irgendeine kommerzielle Lösung für seinen Internetanschluss oder ein Hotelbetreiber bevorzugt. Weil bei kommerziellen Anschlüssen, da hat man dann tatsächlich das Recht darauf, dass dieser Kram funktioniert. So. Naja, und man kann dort anrufen und sofort... 99,9%. Ja, ein bisschen. Aber ich meine, bei Freifunk ist es so, wenn es nicht funktioniert, dann kann man da mal nett fragen, baut ihr da gerade was um? Warum funktioniert denn das nicht? Aber es gibt halt keinerlei Recht darauf, dass der Dienst tatsächlich dauerhaft funktioniert. So, da könnte man sich vielleicht in näherer Zukunft irgendwas überlegen mit sozusagen Freifunk-Premium-Zugängen, die dann eventuell auch bezahlt werden müssten. Je nachdem, das sind so Gedankengänge. Also nichts... was wir jetzt tatsächlich in näherer Zukunft machen würden, ist ja auch ein bisschen, spricht ja auch ein bisschen gegen diese unkommerzielle Freifunkinitiative. Aber naja, deswegen ist das, kann ich schon verstehen, wenn Kaffeebetreiber oder Hotelbetreiber eben nicht auf Freifunk setzen, primär. Obwohl es natürlich schön wäre. Ja. Ja. Weitere Fragen? Nicht, dann kommen wir zum Jahresbericht. Ja, wir haben mal so ein wenig in alten Folien rumgekramt. Und mal geguckt, wie groß waren wir eigentlich vor so ein paar Jahren, als wir damit angefangen haben. Und 2012 im Juli, das müsste ungefähr zum Barcamp gewesen sein, das ist eine der größeren Veranstaltungen in Kiel zu Technikthemen, da hatten wir ganze 14 Knoten in der gesamten Stadt verteilt. Und da haben wir uns drüber gefreut. Nach den Linux-Tagen hier waren es dann ganze 11 mehr. Da haben wir uns auch gefreut. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Ja, wir freuen Gestern uns über jeden haben wir einen Einzelnen. Verkauft und wir haben uns wirklich den Arsch abgefreut. Ja, im Oktober waren es dann nochmal 15 mehr. Das ist, man merkte so, okay, es gibt so ein paar Leute, die das auch interessant finden. Und dann im März waren es halt bummelig 80. Da dachten wir so, ja, okay, da setzte auch so ein bisschen wieder, es geht immer so schubweise teilweise, also wenn man so eine Veranstaltung hat, dann hat man plötzlich mal 20 Knoten mehr. Und ja, dann irgendwann denkt man so, okay, es wächst nicht weiter, okay, es gibt scheinbar nicht mehr genügend Nerds in der Stadt, die das interessiert. Die Sättigung ist erreicht. Die Sättigung ist erreicht. So, und ja, was
entwickelt sich halt dann irgendwie sprunghaft immer weiter. Und als wir dann die 105 Knoten erreichten im September 2013, ja, da haben wir uns gefreut, da hatten wir Lübeck auch fast eingeholt mit Knoten. Das werden wir nie schaffen, glaube ich. Also die Lübecker sind sehr aktiv, aber die haben auch wirklich Leute, die extrem viel PR machen. Da gibt es regelmäßig Zeitungsartikel, Radiointerviews, allen möglichen Kram. Naja, wir schwimmen auf dieser Welle ja auch so ein bisschen mit. Ne? Also ja, genau. Also alles, was die an öffentlicher PR machen, das ist auch gut. Weil genau. Die Leute in Lübeck, die eventuell in Kiel wohnen, halt davon mitbekommen. Also sind die nicht böse. So Freifunk ist sozusagen eine sehr freundschaftliche Initiative. Aber man merkt halt so ja, okay, dass so alle 3 Monate so 10 Knoten mehr, ist halt nicht viel. Ja, wir haben halt gedacht, so, ja, vielleicht bleibt das so, vielleicht stagniert es so ein bisschen. Man hat auch so immer diesen 2-zu-1-Faktor für die 2 Knoten, die man verteilt, bleibt einer da und der andere verschwindet halt irgendwie wieder. Und genau, das könnte unter anderem eventuell auch den Grund haben, dass diese WLAN-Router, dieses Einsteigermodell beim Mediamarkt 25 Euro kostet. Das habe ich durch Zufall entdeckt. Ich will nicht sagen, dass ich regelmäßig beim Mediamarkt einkaufen gehe, aber ich habe es tatsächlich durch Zufall gesehen, dass diese Einsteigergeräte dort für 25 Euro verkauft werden. Und dann habe ich mal geguckt, auf eBay, wie viel kosten diese Geräte denn eigentlich, wenn man die jetzt nicht von uns kauft? Und da gehen die für um und bei 20 Euro weg, kann man sagen, auch gebraucht. Und bei uns bekommt ihr niegelnagelneue eingepackte, die wir auspacken mit euch gemeinsam einrichten, für 15 Euro. Aber bitte nicht verkaufen, auch wenn ihr 5 Euro Gewinn machen würdet, wenn ihr die dann auf eBay reinstellt, das wäre dann doch ein bisschen böse. Dann lieber, wenn ihr es selber nicht benutzen wollt, dem Nachbar, der es gerne benutzen wollt, schenken. Oder für den gleichen Preis weitergeben. Ja, und mittlerweile sind wir bei circa 180 Knoten. Das circa steht da, weil der Netzwerkgraph, den wir haben, 180 sagt. Und die Statistik, die wir nebenbei haben, 220. Das liegt so ein bisschen daran, wie die verschiedenen Systeme, die wir da zur Analyse des Netzes einsetzen, ein bisschen andere Datenquellen haben. Wir sind noch nicht dazu gekommen, vor den Tagen mal genau herauszufinden, woher dieser unterschiedliche Wert kommt. Aber man kann so 180 sagen, was dann ja im Gegensatz zu dem Wachstum vorher ja ein deutlicher Sprung ist. Da war eine Meldung, hatte ich das richtig? Okay. Ich komme einmal kurz rum. Das ist immer ein ganz großes Problem mit den Mikrofonen. Ja. Habt ihr denn Info darüber, wie das im Stadtgebiet verteilt ist? Tatsächlich, das könnten wir im Anschluss des Vortrags, je nachdem wie lange wir noch schnacken, auch einmal zeigen in der Live-Demo. Wir haben hier doch Internet, wir haben hier doch Freifunk. Dann könnten wir mal die Knotenkarte zeigen. Also es gibt eine Karte. Ja, wir müssen doch erstmal die Folien. Ja, also... Ja, außerdem, wie viel Zeit haben wir noch? 20 Minuten, ne? Warum läuft da ein Video? Achso, das ist das Werbevideo. Das läuft auf der Startseite von unserer Webseite und von den meisten anderen Freifunk-Communities. Genau, wenn ihr auf unsere Webseite geht, die heißt freifunk.in-kiel.de, dann ist das halt unten verlinkt. Einfach nur unten scrollen und dann sieht man so eine Übersicht. Also es gibt eine Karte, wie man hier sieht, und die wird halt aus Daten generiert, die Router verteilen. Das heißt, wenn im Router eingetragen ist, dass er an einer bestimmten Geokoordinate steht, dann verteilt er diese Informationen auch und aus diesen Informationen, die wir dann im Netz auffangen, wird dann halt dieser Graph, also diese Karte generiert. Aber wobei ich jetzt auch nochmal erwähnen muss, diese Geokoordinaten sind auch auf rein freiwilliger Natur. Genau. Basis. Ihr müsst die nicht angeben, also wenn man die Router das erstmal flasht, dann kann man die angeben, ihr müsst es aber nicht. Genauso wie diese Kontaktadresse, obwohl eine Kontaktadresse meiner Meinung nach noch fast wichtiger ist als diese Geokoordinaten. Aber es ist halt ganz praktisch und können halt Leute wie ihr auf die Webseite gehen und gucken, da habe ich ja schon einen Nachbarn. Dann kaufe ich mir mal das bessere Modell, hier für 40 Euro, diese Ubiquiti Nano Station, vielleicht komme ich ja zu ihm und so. Solche Geschichten, das ist halt ganz nett. Außerdem sieht man dann bunte Striche und man kann dann auf der Karte sehen, welche WLAN-Router sich denn jetzt schon per Funk erreichen. Sieht halt netter aus, finde ich, wenn man seinen Router da einträgt. Genau. Ja, was noch bemerkenswert ist, also bis Anfang des Jahres hatten wir in dieser Statistik, die wir sehen, halt immer die Kurve, die von Endnutzergeräten, die das halt zu einem bestimmten Zeitpunkt benutzen, diese Kurve war immer so unterhalb der
der Kurve, die halt angezeigt hat, wie viele Knoten gerade im Netz aktiv sind. Und irgendwann im April oder so hatten wir so die ersten Peaks nachmittags, so Spitzennutzungszeiten, wo diese Kurve halt mal so ganz leicht über die andere Kurve ging. Und mittlerweile ist es so, dass sie fast nicht mehr unter der anderen verschwindet. Also wir haben am Tag 300 plus Nutzer. Wobei wir nicht sagen können, wie viele Nutzer das wirklich sind, weil wir halt zu jedem Zeitpunkt nur sagen können, wir haben jetzt 300 Nutzer und zum nächsten Zeitpunkt können wir sagen, jetzt haben wir 280 Nutzer. Aber wir wissen nicht, wie viel Überschnitt, also wie viele Überschneidungen es zwischen diesen beiden Mengen gibt. Es könnte auch sein, dass es zwei komplett andere Gruppen an Leuten sind, dann hätten wir 580 Nutzer, aber darüber können wir leider keine Aussage treffen. Abgesehen davon. Und wir wollen es auch nicht. Abgesehen davon ist es bei regulären Devices, wie ich, also bei den meisten Network-Managern ist das, glaube ich, der Fall. Auf jeden Fall bei Android und so. Wenn man einmal in einem WLAN-Netzwerk war, dann sucht das Device dauerhaft nach diesem WLAN-Netzwerk und loggt sich auch automatisch ein. Also dementsprechend sind das nicht unbedingt User, sondern es können auch einfach Leute sein, die schon einmal in so einem Freifunknetzwerk waren und bei euch vom Haus vorbeilaufen und dann seht ihr da halt einen blauen Punkt. Die loggen sich dann einmal kurz ein und sind dann gleich wieder draußen. Also ja. Dementsprechend ist das halt eine sehr ungenaue Aussage. Genau. Man kann jetzt nicht sagen, 300 Leute benutzen das jeden Tag. Es könnte auch sein, dass wir 300 Drive-By-Gäste haben. Genau, besonders da wir jetzt relativ zentral seit einiger Zeit schon haben. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, und zwar genau jetzt. Ach so, tatsächlich. Ja gut, dann kann ich ja meinen Satz weiterführen. Wir haben am Hauptbahnhof einen kleinen Hotspot, der besteht aus einer Nanostation, der funkt auch über den gesamten Hauptbahnhof. Und ich habe einen Bekannten, der wohnt in Flensburg und ist relativ regelmäßig mit dem Zug in Kiel. Und er meinte zu mir mal, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich mit dem Zug nach Kiel fahre und euer Freifunk-Hotspot im Zug besser empfangbar ist als der Telekom-Hotspot im Hauptbahnhof. So. Also innerhalb des Hauptbahnhofs kann man ihn nicht mehr empfangen, aber der Kieler Hauptbahnhof ist ja von der einen Seite relativ offen und da strahlt halt zufälligerweise genau so ein WLAN-Router rein. Und der nimmt auch eine Menge Clients mit. Genau. Ist halt auch ein großer Nachteil. Vielleicht könnten wir uns die andere Ansicht auch, je nachdem, wie viel Zeit wir da haben, noch mal kurz angucken. Dann sieht man halt die Verteilung der Clients an den verschiedenen WLAN-Routern, also Freifunk-Nodes. Und dann sieht man da auch gleich auf den ersten Blick, welcher von diesen Routern wahrscheinlich am Hauptbahnhof steht. Weil da halt eine ganze Menge Clients sind. In Spitzenzeiten bis zu 60. Und da passt dann nicht mehr so viel an Datenverkehr durch. Nee. Eigentlich fast gar nichts. Das ist ein großes Problem. Also man muss sagen, in Spitzenzeiten ist das wahrscheinlich unbenutzt. Aber wenn jemand gerade am Bahnhof wohnt, wir freuen uns natürlich über jeden weiteren Knoten, der da irgendwie die Last mit übernimmt. Tatsächlich ist es meistens an den Bushaltestellen am Bahnhof nutzbar. Außer man steht halt genau neben dem Bus. Und wenn man da so neben der Metallwand steht, was so ein Bus ja de facto ist für so ein WLAN, dann kommt da halt nicht mehr so viel Traffic nicht mehr so viele Funkstrahlen beim Gerät an. Ja, des Weiteren gibt es in Garden mittlerweile einige Knoten, unter anderem halt auch am Vineta-Platz, was da für Gardenkenner ja ein relativ zentraler Platz ist. Für alle anderen Leute, das ist ein relativ zentraler Platz. Da haben wir mehrere Knoten und ja, die Jungs aus Garden sind auch relativ aktiv mittlerweile, machen da auch zu dem großen Treffen, was wir halt immer anbieten, auch kleine Freifunktreffen, wo dann halt so lokal mehr Leute hinkommen. Das läuft da ganz gut an, muss ich sagen. Es gibt am Westufer tatsächlich ein paar Lokale bzw. Imbisse, die mittlerweile auch Freifunknoten haben, zum Beispiel den Imbiss am Wilhelmsplatz. Nennt sich auch Willi. Willi. Der freut sich auch darüber, dass seine Gäste jetzt halt auch da Netz haben. Und die Gäste haben sich dann auch wohl schon mal positiv darüber geäußert. Und der Router, der dort am Willi steht, ich glaube, der hat keinen direkten Internet-Uplink, sondern der bekommt den Internet-Uplink über die Freifunkwolke eines Nachbarns auf der anderen Straßenseite. Genau. Das ist eine Mitarbeiterin. Oder? Ne? Ja, ich komme noch mal kurz rüber. Also ich bin da ja relativ unschuldig an dieser Funkstrecke da drüben. Die ist so aufgebaut, dass im Prinzip die beiden Hauptbetreiber von dem Imbiss dort gegenüber mit wohnen und dementsprechend dort ein Internetanschluss bereitgestellt wird, eine zweite Wohnung mit versorgt wird und einmal über die Straße die Funkstrecke geht und damit der Imbiss versorgt wird. Ist auch relativ gute Funkverbindung für die Entfernung, die da überbrückt wird.
Ja. Und eine entsprechende Straßenlaterne, die auch genau in der Funkrichtung steht. Ja, ja, de facto, okay, dann sind das die Betreiber wohl selber. Sieht man die beiden, wenn man da mal im Imbiss ist, mittlerweile auch öfter mal mit dem Tablet sitzen und das selber nutzen. Genau, oder wie ich mal auf Twitter gelesen habe, seitdem ich einen Freifunkrouter habe, treffen sich immer so viele komische Gestalten nachts vor meinem Fenster auf ihrem, böse reinguckend auf ihre Smartphones. Ja, und es gibt tatsächlich eine Kneipe, die mit Freifunk ausgestattet wurde. Und ja, das ist immer sehr nett, wenn man da im Unrat ist, wer da noch nie war, ist sehr nett. Wo ist der Unrat? Das ist im sogenannten Döner-Dreieck. Beim Döner-Dreieck. Wer das Döner-Dreieck kennt aus Kiel, das Döner-Dreieck. Ist ein das Dreieck ist so an Förderstraße, Kreuzung Westring und dann so in dieser Kreuz. Ja, genau, mit Straße da. Ach so, okay. Das ist ein bisschen komisch. Dönerläden können sich wahrscheinlich auch nur wegen ganzen Studenten halten. Wahrscheinlich, ja. Weil das irgendwie eine sehr lustige Konstellation aus Dönerläden ist. Genau. Die sollte man eigentlich auch mal vernetzen, meiner genau. Meinung. Ja, das Kirchen steht da mit Fragezeichen, weil wir haben versucht, mit den Kirchen zu reden, ob wir ihre hohen Türme nutzen durften. Und ja, die waren dem eigentlich auch alle sehr aufgeschlossen, aber offensichtlich ja, gibt es da in den Gemeinderäten immer so ein bisschen Gegenwind. Da sollten wir versuchen, in den nächsten Jahren oder im jetzt folgenden Jahr mal ein bisschen mehr Aufklärung zu betreiben und dann eventuell tatsächlich auch mal zum Ausbau des Dachnetzes kommen, was wir ja seit 2 Jahren auf diesen Folien stehen haben, aber irgendwie noch nichts richtig geschehen ist. Man braucht ja auch nicht nur die Plätze, sondern auch das nötige finanzielle Kleingeld, ja. Weil diese 15 Euro Einsteiger-Router sind schon okay, aber um jetzt Linkstrecken zu installieren, braucht man ein wenig höherwertigere, outdoor-fähige Hardware, wie beispielsweise diese Nano Station. Und dann sind gleich mehrere 100 Euro mit professioneller Verkabelung, wenn nicht sogar mehrere 1000 Euro fällig, ja, für einen einzigen Backbone. Das ist theoretisch gesehen nicht viel. Die Telekom oder andere ISPs würden dafür wahrscheinlich mehrere 10.000 Euro nehmen, schätze ich mal. Sehr wahrscheinlich. Ja, aber wenn man so einen Punkt hätte, wo man dann vielleicht schon mal mit 2 von diesen Geräten, 2 ja, Häuserreihen oder so direkt abdecken kann, die dann über diesen Punkt kommunizieren können, die sie vorher nicht sehen würden, wird das halt auch schon helfen. Und solche Punkte könnte man halt auch peu à peu weiter ausbauen. Die Kindergarten. Ja. Naja. Ja, was hat sich ansonsten getan an der Infrastruktur bei den Gateways? Wir haben aktuell 2 von diesen VPN-Knoten, die wir halt auch Gateways nennen. Letztes Jahr hatten wir noch 4, 2 sind durch Vorfälle weggefallen, unter anderem halt einer der V-Server-Provider, wo wir V-Server-Vermieter, wo wir halt einen dieser Gateways stehen, haben seine AGBs mal kurz geändert, wodurch ja, unsere Nutzung dort nicht mehr abgedeckt war. Die haben uns dann aber auch Postwenden aus dem Vertrag gelassen und ein zweiter ist ausgefallen durch infrastrukturelle Änderungen bei demjenigen, der das halt zur Verfügung gestellt hat. Man könnte auch sagen, falls jemand von euch bei einem großen Hoster arbeitet und eventuell so Vitamin B-Kontakte hat oder so, wir brauchen Root-Server. Eine Menge. Ja. Naja, so viele jetzt gerade auch nicht, aber es wäre ganz gut, das alles ein bisschen mehr zu verteilen. Wir brauchen nicht so viel Hardware, wir produzieren vor allem Traffic auf diesen Maschinen. Also ich glaube, auf dem VPN-Server, der auch noch ganz viele andere Sachen laufen hat, verbrauchen wir bummelig 5 GB Festplatte und irgendwas bei 200 MB RAM und produzieren aber 10 TB Traffic im Monat. Also ja. Ja, wie gesagt, es gibt noch weitere 3 Gateways, die in Planung sind, wo die entsprechenden Leute auch zugesagt haben, uns die V-Server zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise die schon zur Verfügung gestellt haben, aber wir noch nicht dazu gekommen sind, uns da mal hinzusetzen und die entsprechend aufzusetzen. Wozu man bei dem Aufsetzen sagen muss, das hat, bevor wir einige Anstrengungen genommen haben, gerne mal 4 oder 6 Stunden Zeit gekostet, so etwas aufzusetzen. Das ist durch Umsetzung von Configuration Management mit Puppet mittlerweile auf 30 Minuten zusammengeschrumpft, wobei man davon nur ungefähr 10 Minuten selbstständig selber arbeitet, indem man halt in so einer Beschreibung die entsprechenden Werte setzt und in den restlichen 20 Minuten ist man selber mit Kaffeetrinken beschäftigt.
das ist schon mal eine deutliche Arbeitserleichterung, weil man jetzt halt nicht mehr quasi den kompletten Arbeitstag einplanen muss, um sowas aufzusetzen. Von daher sind wir da recht positiv gestimmt, dass diese drei angeplanten Noten, also Gateway-Noten, in den nächsten Monaten tatsächlich Realität werden können. Letztes Jahr haben wir als Anonymisierungs-VPN-Provider noch Mulvad genommen. Bitte? Mulvad hatten wir da. Das ist ein schwedisches Unternehmen. Das ist einer der Anonymisierungs-VPN-Provider. Da lässt man halt Geld hinpurzeln, bekommt einen Zugang und auf einmal fällt der eigene Internetverkehr getunnelt im Ausland raus, wo es halt so etwas wie die Störerhaftung nicht mehr gibt. Und wo die Verbindungen vor allem nicht zurückverfolgt werden können auf einen selber. Das auch noch, ja. Ja, da hatten wir so ein bisschen Probleme mit dem Durchsatz. Ja, und dann haben wir halt mal andere probiert, zum Beispiel IP Predator ist da noch ein Name, den wir mal getestet haben und unter anderem halt auch Hide.me, vorher Hide.io. Und die haben bei unseren Tests halt die beste Performance von der Bandbreite her geliefert und ja, jetzt nutzen wir halt die und es hat sich seitdem einiges gebessert, was die Bandbreite angeht. Also die haben ein deutlich besseres ausgebautes Netz, was wir jetzt halt mit nutzen können. Ja, bei der Firmware hat sich auch einiges getan. Die entwickeln wir ja mit den Lübeckern und Hamburgern hauptsächlich zusammen. Und das Build-Kit, mit dem die gebaut wird, heißt halt Gluon. Jeder Physiker schmutzelt jetzt wahrscheinlich. Gluon, das sind diese kleinen Teilchen, die die größeren Teilchen in den Atomkern zusammenhalten, quasi der Kleber. Und da haben wir dieses Jahr halt die Version 0.4 und 0.5 der Firmware veröffentlichen können. Und seit 0.4 gibt es auch so etwas wie einen Auto-Updater. Das heißt, die Leute, die so einen Knoten betreiben, können den halt anschalten und müssen sich ab da an halt nicht mehr darum kümmern, dass die aktuelle Software eingespielt wird. Das Ganze ist kryptografisch abgesichert. Das heißt, nicht irgendjemand kann hinkommen und sagen, spiel doch mal die Software ein, lieber Knoten. Das würde ich jetzt gerne haben, sondern es gibt da einen Signierprozess, mit dem wir halt sicherstellen, dass halt nur ein vertrauenswürdiger Kreis von Leuten diese Updates anstoßen können. Das hat, wie Daniel auch schon, glaube ich, gesagt hat, einen enormen Vorteil, dass wir jetzt endlich seit einigen Monaten dank der Lübecker in der Lage sind, diese Freifunkroute einfach bei Oma Hilde an den Internetanschluss zu stöpseln und sie muss sich um gar nichts mehr kümmern. Alle paar Wochen flutscht dann mal ein neues Firmware-Update auf ihren Router und dann läuft das alles. Weil Firmware-Updates sind teilweise ziemlich wichtig, um halt die Mesh-Protokolle zu aktualisieren, Bugs auszumerzen. Wir hatten zum Beispiel mal, ich glaube, da kommst du auch gleich noch zu auf den Bug, und halt solche Sachen. Also jetzt sind wir endlich mal in der Lage, die Dinger sozusagen autark irgendwo stehen zu lassen, ohne den Leuten zu sagen, Achtung, ihr müsst da alle paar Monate mal gucken, ob es eine neue Firmware für gibt. So. Hat aber auch einen kleinen Nachteil, den ich auch nicht unerwähnt lassen will. Während des Flash-Vorgangs sind die Dinger natürlich auch sensibel. Also wenn jemand das Ding jetzt an der Zeitschaltuhr betreibt, weil er beispielsweise nachts keinen Freifunk benötigt oder so, oder den Nachbarn nachts keinen Freifunk schenken will, damit die auch eigentlich mal schlafen gehen oder so. Und zufälligerweise in der Sekunde, also in diesen Sekunden gerade das Firmware-Update eingespielt wird, dann ist das Ding halt kaputt. Beziehungsweise nicht wirklich kaputt, wir können es immer noch sozusagen debricken, nennt man das. Also man hat dann einen Brick, einen Klotz. Aber das kriegen die meisten Leute halt so, wie Oma, eben dieses Beispiel mit Oma Hilde, halt nicht hin. Ja. So. Deswegen sollte man die Dinger einfach dauerhaft anstoßen lassen. Tatsächlich ist es mittlerweile so, dass das Update immer um 3 Uhr ist. Ich sehe gerade, wir haben noch 2 Minuten. Eine Minute. Dann überziehen wir halt. Ja, es ist halt ein weiteres Update geplant. Ja, worauf wir immer gerne mal darauf angesprochen wurden, dass die Hauptmailingliste, die halt freifunk.admin-k.de heißt, immer so ein bisschen für Einsteiger und Nicht-Techies immer so ein bisschen überladen ist, weil da halt auch sämtliche Tech-Informationen drüber gingen. Das haben wir mittlerweile ein bisschen aufgeschlüsselt. Es gibt jetzt freifunk-keys, admin-kiel für die Anmeldung neuer VPN-Schlüssel, die die Knoten beim Einrichten ausspucken. Und es gibt die ffki-nock-Mailingliste, was halt unser Netzwerk Operation Center ist, beziehungsweise das Team, was die Administration macht, versteckt sich halt hinter dieser Mailingliste und
bespricht da jetzt halt technische Details. Die beiden unteren Mailinglisten sind tatsächlich unmoderiert und man kann sich an denen nicht so einfach anmelden. Und die haben beide kein Archiv, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also wer da Nachrichten hinschickt, der kann halt davon ausgehen, dass sie nicht in irgendwelchen Mail-Archiven landen. Und dass sich da einfach keiner anmelden kann, sondern wir da immer zustimmen müssen, ist halt so eine Sache, zum Beispiel bei freifunk-keys@in-key.de laufen halt auch eventuell mal Privatinformationen von Leuten durch, die sich anmelden, weil sie vielleicht diese Mail-Signatur nicht weggenommen haben oder selber nochmal irgendwie dazu schreiben wollen, ja, ich wohne da, aber bitte erzählt das keinem. Und da, deswegen werfen wir die Mails an der Stelle weg. Und ist jetzt nach diesem Talk nochmal eine Pause oder direkt der nächste Talk? Also können wir noch eine Minute überziehen oder? Weil es ist jetzt schon 14 Uhr. Wir überziehen einfach noch eine Minute. Achso, ja, okay, wenn es direkt weitergeht, dann hören wir überziehen jetzt auf, einfach. Machen ja andere auch. Ja, es gibt dann halt FF Nord. Das ist so die Community, die lose Gemeinschaft von norddeutschen Freifunk-Communities, die sich so im letzten Jahr und vorletzten Jahr noch gebildet hat, wo wir es dieses Jahr tatsächlich mal geschafft haben, uns auch einmal zu treffen. Ist halt wichtig, wir haben halt nur wenig Manpower zur Verfügung und wir versuchen halt dadurch, dass wir diese Manpower halt aus ganz vielen Communities zusammenziehen, so ein bisschen zu kanalisieren und selber halt auch dadurch weiterzukommen. In dem Rahmen entwickeln wir halt auch fleißig an dem gemeinsamen Software-Stack, den wir ja nutzen, damit nicht jede Community alles neu erfinden muss und das geht da fröhlich voran. Jede Community schaut sich die tollen Sachen von anderen Communities ab und dank der fähigen Lübecker Entwickler ist diese Gluon-Firmware auch in anderen Communities ja, wir sind ja nicht ganz unschuldig. Ja, die Öffentlichkeitsarbeit, wir waren dieses Jahr im Barcamp vertreten und im Brunnenfest in Garden. Bei den Stadtteilfesten könnten ruhig noch ein paar mehr dazukommen. Es gab ein paar Vorfälle dieses Jahr. Zum einen hatten wir plötzlich eine Mesh-Verbindung mit Hamburg, weil da offenbar jemand einen Router mit Hamburger Firmware und einen Router mit Kieler Firmware nebeneinander gestellt hat. Und plötzlich hatten wir ganz viele Gateways im Netz, die wir selber eigentlich gar nicht haben. Und naja, das hat so eine halbe, dreiviertel Stunde Arbeit gekostet, bis wir die Logs an den richtigen Stellen angeschaltet hatten und rausgefunden haben, über welche VPN-Verbindung. Es gab auch lustige Mails von dir, Achtung, Hackerangriff und so, und ja, bis dann rausgekommen ist, oh, das war ja nun aus Versehen, aber ja. Daniel ist da schnell dabei, also macht keinen Scheiß. Was ist FF Nordcon? Die Nordcon? Die FNordCon ist das Treffen der norddeutschen Community-Entwickler. Ach so, FF steht hier Freifunk Nord. Aber die Abkürzung ist einfach herrlich. Die Abkürzung ist einfach schön. Ach so. Ja, es gab ein paar Monate ein großes Problem mit den WLAN-Treibern in den Geräten, wodurch die Router halt angefangen haben, nicht mehr mit ihnen zu kommunizieren. Da haben wir tatsächlich 3 Monate lang mit den Kernel-Entwicklern, die an den Treibern arbeiten, debuggt und versucht, dieses Problem zu lokalisieren. Es ist uns final auch endlich irgendwann mal geglückt und mittlerweile funktioniert das wieder. Das Problem war halt, dass die Router halt aus Gründen, die wir am Anfang nicht wirklich nachvollziehen konnten, einfach mal aufgehört haben, miteinander zu reden, was natürlich für so ein Maschnetzwerk total fatal ist. Ja, und es gab bei einem Update von den Gateways mal das Problem, dass die VPN-Software, die wir da einsetzen, inkompatible Features eingeführt hat und die dann an waren und wodurch dann an dem entsprechenden Knoten alle Knoten, die noch nicht aktuelle Firmware haben, mal ausgesperrt wurden, was wir dann irgendwie relativ schnell bemerkt haben und das wieder gefixt haben. Aber an dieser Stelle halt auch nochmal den Aufruf an alle Knotenbetreiber, wenn ihr noch Knoten habt, die mit alter Firmware läuft und bitte updatet die, und wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, dann kommt bitte zu einem Freifunktreffen. Wir helfen euch gerne dabei. Man sieht das auch ganz schön auf unserem Knotengraph. Die sind dann rot umrandet und dann steht da in dann steht daneben genau, halt Achtung, alte Firma. Ja, kurz noch der Ausblick, was im nächsten Jahr wahrscheinlich passieren wird. Wir kriegen vom Freie Netze e.V., das ist so ein bisschen der Dachverein, wobei sie sich nicht so gerne als solchen sehen, echtes IPv6-Internet. Das heißt, wir kriegen ein /48, /46
IPv6 Subnet, was wir hier frei verteilen können und dann ein Peering direkt mit Berlin haben, wodurch wir halt wieder RFC-konformes Internet anbieten könnten. Ja, das sind so die Punkte, über die ich eigentlich noch länger diskutieren wollte, aber ich glaube, das können wir aus Zeitmangel. Ja, ich wollte noch mal was zu diesem IPv6-Peering mit den Berliner Freifunkern, mit diesem Dachverband kann man nicht sagen. Die wollen kein Geld und auch keine Mitglieder. Die heißen einfach nur so irgendwie E.V. glaube ich. Ja, dann brauchen wir halt keinen Anonymisierungs-VPN-Provider aller IOU mehr, sondern wir können den IPv6. Für den IPv4-Traffic brauchen wir den immer. Ja, noch. Für den IPv4-Traffic. Ich meinte für den IPv6-Traffic. Das ist ja der heiße Scheiß, über den wir alle diskutieren. Und dann ist das Coole auch, dass die sowohl die Freifunkrouter als auch die ganzen User direkt aus dem Internet heraus erreichbar sind. Dann haben wir ein echtes Internet und dann kann jeder eine Webseite innerhalb des Freifunks starten, die auch aus dem IPv6-WAN, also Internet, heraus erreichbar ist. Genau. Und das ist ziemlich geil. Ja, ich glaube, genau. Das haben die Hamburger sogar schon geschafft. Die Hamburger und die Lübecker haben das schon an, ja. Ja, wir hinken da immer ein bisschen hinterher. Ja, nochmal ein Veranstaltungshinweis. Am 2. Oktober, das ist also gar nicht so weit weg, ist das nächste Freifunktreffen in der Top Point und wir freuen uns natürlich über jeden Besucher. Wir freuen uns natürlich aber auch über jeden Besucher gleich unten am Stand. Genau, 15 Euro die kleinen, 41 die Königsversion. Die Fragen skippen wir mal, die kann man gleich unten stellen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.